Willkommen zurück zur 29. Folge des Let's Play Civilization 3. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir laden aus dem geraden Slot, 28. Folge. Und wir waren kurz davor, die Franzosen im Norden mit ihrer letzten Stadt zu überrennen. Genauso wie die Russen, die hier sehr in Bedrängnis geraten sind, aber es schon eine weitere neue Stadt gebaut haben, anscheinend. Ja, wir haben das Jahr 1790 und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal weiter. Die Arbeiter können natürlich automatisiert werden. Ich glaube, ja, sind sie halbwegs sicher inzwischen. Und dann werden wir mal angreifen. Ist gar keine Verteidigung in der Stadt, aber ja, das könnte auch schlecht werden, wenn die noch Resister haben. Nö, die haben keine Resister mehr. Dann wird wohl nichts passieren. Wieder mal 25 Gold geholt, was sofort wieder weg ist. Ja, und die Russen mussten ja unbedingt den Krieg, den Bündniskrieg wieder bestätigen mit den Engländern. Vielleicht sollten sie das Bündnis mal lösen. Das wäre vielleicht auch eine ganz guter Weg für sie. Oh, ich bin ganz schön hoch. Da brauche ich ja sogar zwei Runden, bis das Geld wieder weg ist. Sehr verrückt. Ja, hier will natürlich immer noch fleißig Brighton. Ach so, ja klar, wir sind hier oben. Das ist eine englische Stadt, Brighton. Aber die Stadt ist jetzt schon ganz gut versorgt. Sie hat auf jeden Fall schon einen Riffleman. Von daher kann ich den jetzt hier zu den Engländern schicken, um dort den Angriff zu wagen. Und hier ist auch endlich das Boot angekommen mit den Kavallerien, die ich hier schon seit langem absetzen möchte. Na komm schon. Wir sind ja schon zwei gute Verteidigungseinheiten. Hier eben noch nicht. Spätestens dann, wenn die Kavallerie da ist, gibt es da gute Verteidigungseinheiten. Und zwar sogar zwei an der Zahl. Von daher kann ich hier auch was anderes bauen als die Infanterie. Auch wenn die Infanterie natürlich eine schöne Verteidigungseinheit wäre. Aber die Kavallerie ist natürlich auch nicht schlechter. Von daher werde ich hier auch eine Universität anstreben. Und das Schiff kann wieder zurückfahren nach Heidelburg. Ich weiß gar nicht, warum ich in der Zone der Römer stehe oder wo ich in der Zone darüber stehe. Hier werde ich gleich mal gucken, ob ich die Unruhen schon behoben habe.
Anscheinend. Okay, die Atomtheorie. Eine Brückentechnologie zur Elektronik, wo wir dann den Hoover-Damm bekommen und das Wasserkraftwerk. Ja, hier waren doch gerade, genau, die Russen mitten auf meinem Gebiet. Das muss ja nicht unbedingt sein. Da schicken wir gleich mal ein bisschen Unterstützung hin. Nicht, dass sie da noch irgendwie ein paar Verteidigungsanlagen kaputt machen. Was macht hier eigentlich der? Ach so, der baut die Straße hier nach Heidenheim. Und anstatt von Flensburg auszubauen, baut er einfach mittendurch. Naja, jeder wie er mag. Ach so, und hier bin ich im römischen Terrain. Jetzt sehe ich das. Ja, die soll ja auch nach Norden. Wagt sich gerade ein russischer Siedler in mein Gebiet. Oder nicht Siedler, sondern Worker. Den hole ich mir gleich mal. Ich hatte ich doch schon bewegt. Ja, hat sich Potsdam schon ganz schön breit gemacht hier. Mainz wird er wahrscheinlich auch nicht mehr so lange brauchen für. Naja, doch. Schon noch ein bisschen. Aber Potsdam hat ja auch die doppelte Produktion. Unruhen sind ja gerade nicht ausgebrochen. Von daher kann ich hier beruhigt, quasi beruhigt, die Gegend erkunden. Okay, die sind hier alle im Süden, am untersten Rand. Wie immer viel Bewegung. Und wieder eine weitere Kavallerie. In den Einsatz. Auch die Engländer müssen noch zu schaffen sein. Na, gleich nach Richmond. Den Einheiten auch. Und die schicke ich noch rüber in diese Region. Denn ich schätze mal, die werden uns hier bei nächster Gelegenheit angreifen wollen. Zumindest solange die Kavallerie dort noch geschwächt ist. In der ehemaligen russischen Hauptstadt Grozny. Ja, Newcastle hatte nur eine Verteidigungseinheit. Das war relativ fix gemacht. Schicke ich hier auch noch hoch. Ist wahrscheinlich Unsinn, weil dass die anderen Einheiten kommen hier jetzt auch noch dran und können die Stadt jetzt noch einnehmen.
Ich sehe jetzt nicht, dass die Franzosen irgendwohin ausgewichen sind. Hier ist eine französische Einheit. Da sollten sie sich bemühen, schnell mal eine Stadt zu bauen. Bevor ich sie jetzt hier platt mache. Okay, mit dem haben sie Glück gehabt. Ja, bei 26 Gold sieht es schlecht aus für die Franzosen. Jetzt haben sie hier schnell noch neu Paris gebaut, also sie existieren noch. Und ich glaube, ich werde die Stadt auch in Ruhe lassen. Vorerst. Ja, die schicke ich mal ein bisschen ins Inland und dann werde ich sie auch automatisieren. Nur damit sie nicht, sich nicht gleich wieder verkriechen. Ab nach Manchester. Sind noch französische Einheiten. Gar nicht mal so wenig. Schon. Kommt ja auch noch dran. Der kann automatisiert werden. Der kann die Stadt verteidigen. Der kann diese Stadt auch verteidigen. Ui. Ganz schön knappe Geschichte. So, ist ein bisschen die Frage, ob ich jetzt irgendwie anfangen sollte, Fabriken zu produzieren. Dann produziere ich halt auch noch mehr Pollution. Aber das muss ja irgendwie sein, mal. Irgendwann muss es ja mal losgehen. Düsseldorf hat eine Bibliothek gebaut. Jetzt geht's halt an die Universität. Ab nach oben mit euch, mit dir. Mit dir natürlich auch. Ein Schlachtschiff werden wir hier nicht bauen. Ist zwar gar keine so schlechte Idee, aber nicht hier. Ich baue hier nochmal noch weiter Kavallerien. Ab nach dort. So, den muss ich jetzt mal ein bisschen aus der Schusslinie ziehen.
um ihn dann direkt in die nächste Schusslinie zu heben. Ja, gar nicht so schlecht, ey. Na, mal gucken, ob ich das überstehe. Manchester hatte auch mal wieder keine Verteidigung. Anscheinend sind die Engländer, haben die sich nur eine Verteidigungseinheit in jede Stadt gestellt? Und wenn ihnen das mal nicht zum Verhängnis wird. Ich meine, zum Verhängnis wird inzwischen hier irgendwie alles. Es ist halt. Ich habe halt so viel mehr Einheiten als die anderen. Da wird es echt schwierig. Da noch gegenzuhalten. Eigentlich wollte ich noch mal gucken in der neuen Welt, was sich da so bewegt. Ich glaube, ich bin auch noch mal dran, nachdem sich meine Arbeiter bewegt haben. Genau. Hier ist ja wieder so viel unterwegs. Oh, und die Städte sind hier auch bald verbunden. Und ich bin noch nicht ans Öl gekommen. Aber die Engländer haben ja mein Öl irgendwo. Wo habt ihr mein Öl? Habt ihr jetzt mein Öl versteckt? Ach, hier bei Oxford. Genau. Da würde ich dann Öl bekommen, was ich noch nicht habe. Doch, ich habe Öl. Naja, was? Was will ich mehr? So, Kohle habe ich aber noch nicht, immer noch nicht. Ich werde mal gucken, wie es da aussieht. Hier nach zum Rubber ist auf jeden Fall die Straße schon gebaut. Und hier wird fleißig der Dschungel weggehackt. Aber hier fehlt noch der Aufstieg. Vielleicht sollte ich doch erstmal die Library bauen und da genau, einen Bewohner für investieren, damit der Radius soweit erhöht wird, damit die Kohle endlich in meinem Landesbereich ist. So, und die sind doch hoffentlich aktiviert. Und verstecken sich nur, oder was? Weiter geht's. Da geht die wilde Fahrt. Ach, da ist der. Ach, kommt nicht nochmal dran. Leider. Die müssen alle noch regenerieren. Ach so, gut. Ja. Husum. Gehen wir nach Heidelburg. Da sind die Einheiten. Hier ist schon alles versorgt. Schauen wir mal, wo noch Kavallerien gebunden sind. Hier zum Beispiel. Auf nach Leicester.
Ja, liebe Römer, ich glaube nicht, dass ihr das von mir bekommt. Jetzt drohen die mir, das nervt schon ein bisschen. Wobei ich aber nicht direkt irgendwie mit ihnen. Ja, ich gebe ihnen das doch mal. Fürs Erste. Ich glaube nämlich, die sind mit den Amis im Bund und wenn ich mit denen Krieg anfange, dann. Oh, ich habe Glück gehabt. Dann könnte es nochmal ärgere Probleme geben. Weil mir da einfach noch die Verteidigungseinheiten fehlen auf dem anderen Kontinent. Also nicht mehr unbedingt bei Potsdam. Da habe ich ja jetzt ein paar Kavallerien. Aber bestimmt auf der anderen Seite. Okay, Amsterdam hat Disorder. Jetzt ist das Gold wieder bei Null. So, dann hau ich den mal um. Und jetzt brauchen sich die Einheiten auch keine Sorgen mehr machen. Die Worker. Schau an. Da sind sogar drei Verteidigungseinheiten. Great. Dort. Es war schon wieder unclever, dass ich diese Einheit da gerade rausgeschickt habe, weil die könnte ja im nächsten Zug da wieder rein. So, euch hole ich auch nach Westen. Der Arbeiter, weiß ich nicht, ob der automatisiert, gut genug automatisiert ist, deswegen schicke ich den mal lieber rein. Cavalry ist super. Auch ab nach dort. Du auch. Die schrumpfen. Ja, dann sind die auf jeden Fall schon ausgereizt hier mit dem Wachstum, zumindest solange es dort an Reinigung fehlt. Okay, dann werde ich mal ein paar Worker bauen, die das effizienter machen. Schauen wir nochmal nach hier. Genau, New Amsterdam hat ja noch die Unruhen, die wir nicht wollen. Na, endlich.
auch abschließen. Denn die Ölquelle will ich ja auch vor den anderen haben. Möglichst. Sehr gut. Bestimmt haben mich die Römer jetzt auch wieder furchtbar lieb, nachdem ich ihm Technologie geschenkt habe. Könnte ich ja gleich mal in meinen Berater reingucken, was der dazu meint. Nee, die haben mich überhaupt nicht lieb. Naja, gut, dann eben nicht. Und die stehen bestimmt im Bund. Die haben fast die gleichen Hüte auf, die müssen im Bund stehen. Ja, die anderen indianischen Völker sind nicht so sauer mit mir, schon gar nicht der Irokese. Montezuma auch nicht so groß. Ja, klar, die Völker auf meinem Kontinent sind natürlich sehr sauer auf mich. Ich glaube, die mögen einfach keine Kommunisten. Auf nach Coventry. Lasst uns Coventry bombardieren. Hier steht auch wieder viel rum. Das muss ja auch nicht sein. Oh, jetzt bietet es sich natürlich an, New Paris doch zu holen. Ich versuch's mal. Kann natürlich jetzt schief gehen. Ist es aber nicht. So, jetzt kann sie dich erstmal regenerieren. Es wird Zeit. Und das Boot muss jetzt noch weiterfahren. Ich glaube, Coventry ist auch erobert, bis es da ist. Birmingham gleich als nächstes ansteuern. Ja, ich schenke den Römern also Technologie und die sind trotzdem noch stinkesauer auf mich. Sehr, sehr unfair von ihnen. Wie ich finde. Pariser Civil Disorder. Moskau baut ein Würger und es soll gleich noch einen bauen. Denn wir brauchen mehr Pollution. Heidelburg. Da ist das Hospital fertig. Wir brauchen einfach mehr Pollution Awareness. Da muss unser Pollution Awareness Team noch stärker werden. Ist Order Restored. Hier gibt es endlich ein Courthouse, aber noch keine Library. Hier gibt es endlich eine Library, aber noch kein zum Beispiel University.
So. Heidelburg, glaube ich. Wo ist denn? Irgendwo war hier Ärger. Irgendwo gab es hier Ärger. Bestimmt. Irgendwo im alten Baugebiet. Nö, Heidelburg nicht. Da ist alles okay. Auf jeden Fall in Paris. Aber es war doch noch eine zweite Stadt, wo es Unruhen gab. Newcastle. Gut, dann eben Newcastle. Denke, hier sollte ich auch das Courthouse zuerst in Angriff nehmen. Ich meine, die Infanterie, die baut ja einfach noch ewig. Wenn ich dann Courthouse baue und dann vielleicht in der Lage bin, mit mehr Schilden zu produzieren, dann geht es ja auch schneller. Bei so größeren Orten kann ich natürlich auch direkt mal hier Hurry drücken. Nottingham auch. Oder Dion. Ich meine, was will ich mit so viel, so viel Bevölkerung, die eh nicht wachsen kann ohne Aquädukt. Das ist ja auch Unsinn. Grenoble. Ja, das geht ja hier wieder bei vielen Orten, wo ich das noch machen kann. Sind ja im Grunde hier alle gewachsen. Die Städte. Straßburg sicherlich auch. Cherbourg. Cherbourg oder so. Yes. Yes. Okay. So, Richmond muss noch ein bisschen wachsen. Newcastle hat gerade Unruhen. Ruhen könnten wir das natürlich auch machen. In dieser Stadt ebenso. Halt natürlich nicht den. Nicht die Infanterie. Achso, nee, da wird's nix. Die haben ja nur 3 Einwohner. Aber in Manchester geht es auch gut. Auch hier im frisch eroberten Städtchen Norwich. Gut. Dann sind jetzt in der nächsten Runde jede Menge Gerichte fertig. Hier auch noch. Jetzt, it's important work to do. Gut. Und wenn wir dann weiterspielen im nächsten Let's Play, dann werden jede Menge Gerichte fertig sein.
Und wir dürfen uns dann darüber freuen. Auf jeden Fall sehen wir das im nächsten Let's Play und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.